Hattest du nicht noch einen anderen Crush? Oder verwechsel ich da gerade was? Ja gut, das ja. Das ja. Gut, das ist etwas, wobei, wenn du deinen Charakter jünger machen würdest. Und hallo, Luna. Aber gut, ja, Spoiler, das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich auch den Namen nicht genannt. Deswegen habe ich ja nur gefragt. Es hätte ja auch sein können, dass es sich bei dir geändert hat. Es hätte genauso gut sein können. You know? Das ist, was Luna sagt. Ja, ich bin immer froh, dass ich auf dass ich Leute toll finde, die nicht so bei der Mehrheit ankommen. Ich brauche mich da Gott sei Dank mit niemandem drüber streiten. Wo ich Dora schon toll ist. Also vom Charakter her. Alles klar, Harold. Luna, wie geht's dir? Alles gut? Achso, Luna. Ich schreib dir gleich mal ganz kurz was. Luna, ich lebe. Ich bin einfach nur müde. Ich kürze es jetzt gerade mal ab. Katzis haben die Nacht kotzi-kotzi gemacht. Mehr als nur einmal. Und du weißt, wie ich bei Salem reagiere. Bei Salem bin ich dann immer direkt im Alarmmodus. Bisher kam zwar nichts mehr, aber... Ne? Ich mache mir trotzdem Sorgen um meine Fellnase. Oh, Aldaia, ja, alles in Ordnung. Sever war schon vor dir zurück. Er hat mir alles geschildert. Papa Mudruk, keiner unter uns, der diesen Namen nicht kennt und verflucht. Ich fürchte, dass wir gegen diese ruchlosen Wilderer nicht ankommen. Es ist besser, wenn Nofika Shah oder das Klageregiment das übernehmen. Du hast wirklich Mut und Geschick bewiesen. Und was mich nicht weniger beeindruckt, Lei und Sever sind in relativer Eintracht zurückgekehrt. Ich vermute, dass ich einen vermittelnden Einfluss zu verdanken. Aldaria, ich wünsche mir, dass du deinen Weg als Weitläufer beständig und mit unvermindertem Eifer fortsetzt. Und dass du für die beiden ein Vorbild, Vorbild bist, für alle hier in der Gilde. Übe dich im Kampf und sei gewiss, dass wir auf deine Rückkehr warten. Ich bin nur noch hier. Ja, meine Kleine habe ich mir letztens auch Sorgen gemacht. Dreimal übergeben an einem Tag. Ja, bei Salem war es viermal insgesamt. Ah, nehmen wir die schon an? Komm, wir nehmen die schon an. Ah, Aldaria, ich mache mir Gedanken um Lei und Sever. Du machst dir ja am besten selbst ein Bild. Sie scheinen mir seit kurzem so grüblerisch und verloren. So kenne ich die beiden gar nicht. Kannst du behutsam herausfinden, was sie auf dem Herzen haben? Mhm. Können wir. Lucien schickt dich, was? Kommt schon, ich habe euch doch reden sehen. Verschwinde, ich habe dir nichts zu sagen. Na gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich habe beschlossen, die Gilde zu verlassen. Neugier gestillt?
Die Sache mit Pavamutu geht mir nicht aus dem Sinn. Sie läuft frei herum, Aldaria ästerte, und Nofikas Schar und das Klageregiment legen bequem die Hände in den Schoß. Ich muss die Sache zu Ende bringen, und wenn es mich meinen Platz hier kostet. So wie damals, als sie mich aus Nofikas Schar geworfen haben. Wir hatten sie, Aldaria. Sie war in unserer Gewalt. Und dann hat sie mir das Blau vom Himmel heruntergelogen. Eine verwundete Kameradin, die ohne ihre Hilfe elend verrecken würde. Verdammt, Aldaria, ich habe ihr geglaubt. Ich war dumm. Ich war die dumme, unerfahrene Wache, die Pavamutu damals entkommen ließ. Was für eine Blamage für Nofikas Scham, für Gredania. Aber nun ist die Stunde der Vergeltung gekommen, auch wenn das meine Dummheit von damals nicht zählt. Eine Heimatlose wie du versteht wohl nicht, was Verrat an den Deinen ist, an der Heimat und den Leuten, denen du alles verdankst. Ich werde nicht sofort aufbrechen, erst wenn ich in Erfahrung gebracht habe, wo sich die Bande aufhält. Und dieser Zeitpunkt wird bald gekommen sein. Wenn du so besorgt bist um mein Wohl, dann kümmere dich doch auch gleich um unsere melancholische Mikote da unten. Das Mondkalb schlurft umher, als ob sie das Schicksal der Welt auf den Schultern tragen würde. Mir persönlich ist es gleichgültig. Aber die Moral der Truppe könnte leiden. Mir ist Spoiler egal. Kann mir eh nichts länger als 5 Minuten merken. Bis ich mal da bin, weiß ich eh nimmer, was da war. Für mich ist jede. Hier ist dann so. Habe ich das Gefühl schon mal gesehen. Ja, bei manchen Dungeons habe ich das aber auch. Vor allem, wenn du in Dungeons bist, die du halt länger nicht gespielt hast. Dann ist es halt auch ganz, ganz schlimm bei mir. Aber was Story angeht, da kann man mich tatsächlich spoilern. Aber gut, ich. Ich kenne die Story bis zum aktuellen Content. Außer halt die Sachen, die mir fehlen, was aber wahrscheinlich nur Kleinigkeiten sind. So die Zwischenstränge. Das sind halt so die Sachen, die mir fehlen. Im Groben und Ganzen kenne ich halt die Story, ne? Da ist Lay. Aber wir versuchen hier trotzdem so spoilerfrei wie möglich. Gut, wenn ich dann in den einzelnen Addons bin, dann ist das für die Personen, die nicht gespoilert werden will, dann quasi selbst schuld, weil, ne? Ich kann dann ja nicht einfach ausschalten. Aber, wie gesagt, wir achten sonst immer darauf, dass es relativ spoilerfrei ist. Wenn jemand sagt, dass der oder sie noch nicht so weit ist. Gewöhnlich. Ich glaube, wir hatten es bisher auch noch nie, dass irgendwas gespoilert wurde. Nicht mal, wenn ich richtige Story-Games gespielt habe. Weder bei Witcher noch sonst wo. Also in dem Punkt habe ich eine echt tolle Community. Hier spoilert uns niemand. Bis jetzt. Bin ich ganz dankbar für. Aldaria, erinnerst du dich an deine Heimat? Hast du dir je gewünscht, nach Hause zu können? Ich komme aus einem kleinen Dorf mitten im Wald. Wir hatten nicht viel. Ein paar Toffeln, ab und zu ein Baumhörnchen. Es war ein karges Leben, aber glücklich. Und dann kam die Katastrophe. Ich weiß noch, wie wir rannten. Wir rannten um unser Leben. Es war so laut, Aldaria, so laut. Und dann war ich auf einmal in einer fremden Stadt unter lauter Unbekannten. Aber ich wusste, wie man jagt. Ich war immer eine gute Jägerin. Und die Gilde hat mir die Möglichkeit gegeben, besser zu werden. Oder zumindest dachte ich, ich sei besser geworden. Pava, sie war mir so weit überlegen. Und dann hat sie mich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht war es ein Zeichen. Vielleicht hat Silvia recht und diese Gilde, diese Stadt, ist nicht der richtige Ort für eine Fremde wie mich. Ich werde euch verlassen, Aldaria. Es war zwar nur eine kurze Zeit, aber ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Bevor ich gehe, darf ich dich noch um einen letzten Gefallen bitten? Ich würde mich gerne noch einmal alleine mit dir treffen, an einem ruhigeren Ort. Ich kann hier nicht frei sprechen. Komm in den Südwald, dann erkläre ich dir alles. Ja, in den Südwald gehe ich aber noch nicht. Wir gehen erst bei den Ostwald und machen Story. Weil sonst sitzen wir morgen noch hier und machen die Quest. Vor allem, wir sind ja schon Stufe 44. Könnte durchaus passieren, dass wir heute
noch Stufe 50 erreichen. Oh, und ich habe nur einen Bogen. Was haben wir hier? Hallo Abenteurerin, ich bin Quina Lega, eine Freibriefagentin der Abenteurergilde. Falls du noch Arbeit suchst, so habe ich eine ganze Reihe von Aufträgen von den Bewohnern der Länder rund um die Jagdhütte der Hawthorns, die nur auf tapfere Heldinnen wie dich warten. Einige dieser Freibriefe sind jedoch nicht für schwache Nerven oder gebrechliche Personen. Bevor ich dich in die Wildnis entlasse, muss ich erstmal herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Versuchen wir mal mit einem Probefreibrief. Was hältst du davon? Sagt dir dieser hier zu? Nee. Ich nehme ihn einfach mal an. Die Anna-Quest nehme ich erst an, wenn ich mit der Klasse soweit bin. Also mit der nächsten. Weil sonst bringen mir die hier halt nichts mehr. So. Nee. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Sachen. Bitte Keiler und Silvanschwein. Brombeerlichtung und Brombeerlichtung. Okay. Also wir müssen zur Brombeerlichtung gleich. Du bist hier, um ein paar Dinge über die Silfen zu lernen. Eins kann ich dir sagen. Sie sind ein eigentümliches Volk. Wie gemütlich fragst du? Wie eigentümlich fragst du? Nun, lass es mich so sagen. Es tut mir leid. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einmal war. Ich bin zu sehr mit Bienen und der Imkerei beschäftigt. Allerdings habe ich meine Geschichten oft und gerne mit meinen Nachbarn geteilt. Vielleicht können die sich ja besser daran erinnern. Wie hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Die Silfen? Ja, mein Vater hat mir häufig Geschichten von ihnen erzählt. Es hat mich stets fasziniert, wie unterschiedlich ihre Vorstellung von Etikette gegenüber unserer ist. Du solltest sie auf keinen Fall unterschätzen, nur weil sie für uns wie Kinder aussehen. Sonst könnte es ein böses Erwachen für dich geben. So, ich gehe einmal ganz kurz zur Brombeerlichtung. Damit wir einmal die Sachen da fertig haben. Dann haben wir hier nochmal. Das sind die wilden Keiler. Und hier gibt es dann nochmal Pünktchen. Wie weit sind wir mit dem Vermögen? 854. Wow. Sehr viele Staatstaler. Weniger ging nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchten, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich versuche nämlich jetzt auch. Die Bestiarien vollzukriegen. Und Reaktion ist auch verzögert von mir. Hm. Okay. Sehr verzögert oder geht's? Also, das ist eine dämliche Frage. Wenn es eine doofe Frage ist, dann antworte einfach nicht drauf. Mein Hirn ist Matsche heute. Ich glaube, wenn ich irgendwas so Richtiges formulieren will, dann komm ich da nicht weit. Ich bin heute doof im Kopf. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Das sind die nächsten. Ah, ja. Bin ich ja keine FC, die mich nimmt oder eine feste Gruppe. Also ich habe da tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Also gut, ich weiß noch nicht, wie du spielst, aber ich sag mal so. Ich habe ja auf Shiva habe ich ja eine Gilde. Also die aktuelle, um die ich mich halt auch wirklich richtig fest kümmere. Hier, auf dem Char hier, also auf ich sag jetzt einfach meine Namen auf Phantom, will ich eine Community-Gilde erstellen. Deswegen habe ich das hier einmal. Ich möchte hier halt eine Community-Gilde erstellen. Rein
Community-mäßig. Gut, wenn man dann halt mal was Großes machen will. Ich bin halt kein Mensch, der jemand dafür ankackt, wenn jemand was nicht hinkriegt. Weil ich krieg selber nicht hin. Und meistens, ich habe auch eine Gabe. Beziehungsweise ist es eigentlich die Gabe, die mein PC hat. In den unmöglichsten Momenten sich aufzuhängen. Ich liebe meinen PC. Er ist auch echt gut. Aber mein PC hat diese Angewohnheit. Oder das Internet hat die Angewohnheit, einfach mal dich komplett aufzuhängen. Das heißt, ich bin meistens genauso nutzlos wie so ein Stück Brot, wenn es bei gewissen Sachen geht. Aber ich sag mal so, bei uns, oder bei mir, ich würde jeden aufnehmen, der sich benimmt. Ne? Wenn jetzt jemand einfach nur scheiße ist, oder toxisch, würde ich dann halt sagen, nein. Aber ansonsten, bei mir ist zum Beispiel jeder willkommen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Genauso wie mit Anfängern, die halt FF noch gar nicht gespielt haben. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Nein, das sage ich jetzt nicht nur um, ne, dass die Gilde größer wird, sondern das sehe ich so. Und ich glaube, die Leute, die hier in der Community sind, sehen das genauso. Ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster. Bis ich meine Attacke sehe, bin ich meist schon tot. Also schon sehr verzögert. Das ist vielleicht noch mein Internet, wogegen ich nichts machen kann. Ja gut, wie gesagt, das mit dem Internet fühle ich. Und ich sag mal so. Ich habe ewig gebraucht, bis ich nicht mehr in AOE stand. Bis ich nicht mehr auf einer Eisfläche stand und runtergekullert bin. Also... Ne? Ne? Und was im Dungeon umfällt, zuerst war wahrscheinlich ich. No. Mir auch mit Eisflächen komme ich gar nicht klar. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ich muss einmal kurz wohin. Nammt! Palim, palim! Was suchst du? Ich glaube, diese sind gar nicht mehr da. Glaube ich. Oder ganz woanders hingestellt. Das... Ich wüsste jetzt nur nicht, wohin. Stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, da hat es sie hier noch mit der Sackkarre rausgeholt. Die habe ich mit dir hochgetragen. Ah, ja, die sind dann in der Gartenlaube. Okay. Ja. Ein Spinner? Ja. Was? Nein! Das eine ist antialkoholisch und das andere ist alkoholisch. Ich misch das doch nicht! Hi. Yay! Sah gerade etwas seltsam aus, aber es gehört so. Sieht ja seltsam aus. Hallo Luna. Das sieht sehr merkwürdig aus. Guck mal Luna, was ich kann. Runterfallen kann ich, deswegen springe ich mit Red Mage aus Prinzip nicht rückwärts. Ich auch nicht. Ich springe allgemein mit meinen Chars nicht rückwärts, weil ich weiß, wo ich lande. Huch, das war der falsche. Auch das sieht ein bisschen seltsam aus. Mich letztens im Dungeon mit Eis umgebracht.
Boss macht Eisfläche, ich zu blöd zum Wegrutschen und voll in Bossattacke rein und tot. Ich mag kein Eis, ich auch nicht. Gerade bei sie wurde auch runtergeworfen. Schussattacke vergessen, ich sollte nicht so weit rauslaufen. Erstmal Abflug gemacht. Was in die Hand war das nicht mal, dass mich hier gleich wieder aufgehoben hat. Normal lassen die einen erstmal kurz liegen. Also ich bin meistens auch so, wenn ich hier spiele, ich lasse die Leute nicht lange am Boden, es sei denn, meine Spontanität ist gerade nie verfügbar. Aber in aller Regel kümmere ich mich darum, dass man nie lange tot ist. Aber wie gesagt, ich hätte damit zum Beispiel kein Problem. Mit sowas kann ich arbeiten. Für mich wäre das halt so gar kein Problem. Weil ich bin auch oft tot. In höherstufigen Dingen. Wie oft ich schon tot am Boden lag, selbst als Heiler. Gut, in Dungeons weniger als Heiler, aber sonst... Ich muss gerade mal gucken. Muss ich... Ach ja, Ostwald. Muss ja wieder zurück in den Ostwald. Jo. Fehlen nur noch 2 Stimmen für die Gilde. Ich brauche Mitglieder. Ich hab mal mit Main die Leute in Near Raid zum Lachen gebracht. Oje, wieso das denn? Was hast du gemacht? Die Silfen? Unverbesserliche Schwindler und Unruhestifter, das sind sie. Mal malen sie Morbol-Gesichter auf unsere Masken und dann führen sie unsere jungen Wachen in die Irre, sodass diese in eine tiefe Schlucht stürzen. Stellt man sie zur Rede, lachen sie einfach nur. Rolfe behauptet, sie hegten keine böse Absicht. Aber ich finde solche Streiche überhaupt nicht witzig. Nee, ich auch nicht. So, ich muss jetzt aber einmal die silphischen Schreierin da finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt irgendwo hier lang. Und wie ich mich kenne... Laufe ich falsch. Da? Nee, ich bin richtig. Du musst ja vorlaufen in dem einen Raid. Da war ein Geländer. Ich dachte, Geländer hält zu weit. Laufen. Und ja, Geländer hält halt eben nicht. War schon interessant. Okay, das hätte mir aber auch passieren können. Das wäre auch so ein Ding gewesen. Jo. Also als wir, ich glaube, das war in Eden, wo wir den Eden Raid gemacht haben. Und da war ja auch das Ding mit der Eisfläche. Und es gibt einen ganz witzigen Clip. Es gibt einen sehr witzigen Clip. Mir ist das bis heute peinlich. Mir ist das Ding bis heute peinlich. Weil es so blöde war. Und ihr wisst, es war so blöd. Und... Oh, ich habe mir auch noch fest vorgenommen. Ich bewege mich nicht. Was tue ich? Ich bewege mich. Ich bewege die Scheiße-Taste. Ich habe mich einfach so geschämt in dem Moment. Und das Schlimmste ist, einfach alle im Voice haben gelacht und ich dachte, nein, einfach nein. Ja, war klar, dass du das raussuchst, Luna. Ich habe nichts anderes erwartet. da ist er. Da ist er. Danke, Luna. Hey, ja. Hier, Rutschparty. Hier war gut. Nett. Ich liebe dieses Maut. So, jetzt können wir uns erstmal auf die Hauptstory konzentrieren. Denk nicht
du könntest die Sylphen zutraulich machen, indem du ihnen Süßigkeiten gibst oder so. Sie sollen sich angeblich nur von Sonnenlicht ernähren. Habe ich gehört. Den Race habe ich mir im Liegen angeschaut, weil keiner mich aufgehoben hat vom Heal mit dem Main. Kann keine großen Raids machen, aktuell leckt die Hölle mit dem Internet gerade. Kleine Raids gehen, aber alles andere nicht. Oh, scheiße. Aber kenne ich. Hatten wir eine Zeit lang auch. Aber, ja, gut. Kann man nichts machen. Aber wie gesagt, noch, egal welche der beiden gehen, wir sind einfach zu klein, um überhaupt raiden zu gehen. Also, in dem Sinne. Weil in der einen Gilde sind einige raus und den Rest haben wir halt aufgeräumt quasi, weil wir halt nur Twinks drin hatten oder halt Chars, die nicht aktiv sind oder nicht mehr aktiv sind. Und ja, da hatten wir jetzt gerade auch neulich wieder einen neuen dazu bekommen. Das war halt auch Shiva. Da habe ich halt die wirklich aktivere Gilde und hier möchte ich halt einfach nur die Community-Gilde haben. Also, ne, wer aus der Community mit will oder rein will, ne, kann halt hier mitmachen. Man will. Lust hat. Ich bin schon froh, dass ich FF spielen kann. Neben meinen Stream schauen kann. Oh. Alles klar, Luna, bis gleich. Aber ja, bei mir ist es halt auch. Ich kann zum Beispiel runterladen und streamen, geht nicht. Runterladen und streamen schauen, geht nicht. Spielen und irgendwas runterladen und streamen gucken. Eins bleibt immer auf der Strecke. Meistens ist es das Stream gucken. Obwohl wir echt gutes Internet haben. Nur zur Zeit ist es irgendwie, es hat ein Eigenleben. Sagen wir es so. Wir nennen einfach, das Internet hat ein Eigenleben. Man will es nicht. Ist genauso wie zwischendurch. Frisches hat zwar seinen PC auch an, lädt aber nichts runter. Weil sonst, für gewöhnlich, wenn einer von uns was runterlädt, leckt es halt. Ne? Dann funktioniert der ganze Stream halt nicht mehr so richtig. Dann wird es grisselig und so weiter. So. Er macht oben gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und irgendwann geht das Internet halt einfach so aber auf Null. Dauert ein paar Sekunden, dann geht's wieder hoch. Meistens dann, wenn ich in einem Raid sitze. Oder, ne, in irgendeinem großen Inhalt. Und ich denke, Internet? Geht's? Und keiner von uns hat was gemacht. Passiert einfach. Ich glaube, letzte Woche war es 5-mal. Nicht nett. Nicht nett vom Internet. Aber natürlich. Diese Geschichten haben mein Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Sieh dir das mal an. Ein bezaubernder kleiner Tanz, meinst du nicht? Eine Silfe hat ihn mir vor langer Zeit beigebracht und mir erzählt, er sei eine altehrwürdige Begrüßungsform bei ihnen. Du sollst ihn besser einstudieren. Vielleicht hilft er dir ja dabei, dich mit den Silfen gut zu stellen. Ich kann gleich wieder Stufensteigerung machen. Ah, eine Sache solltest du noch wissen. Die Sylphen mögen es gar nicht, wenn man mit leeren Händen bei ihnen auftaucht. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, solltest du etwas mitbringen. Am besten eine... Verflixt, was war's noch gleich? Rosa und ich haben doch erst vor kurzem darüber gesprochen. Ich bitte um Verzeihung, meine Liebe. Sprich mit Rosa in der Imkerei. Ihr Gedächtnis ist mit Sicherheit zuverlässiger als meins. Nice. Gerade mal gucken, wie viele Mounts habe ich gerade. Ah ja. Danke, Luna. Und Hybrid, danke für die 5 Bits. Eine wunderbare Alert. Er war so lange nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Er ist wieder vorhanden. Freunde. Ein Gastgeschenk für die Sylphen? Ich würde dir ja einen Krug meines Honigs überlassen, aber ich fürchte, damit würdest du nicht viel erreichen, meine Liebe. Nein, ihr Geschmackssinn verlangt nach etwas anderem. Kennst du dich mit Milchwurzeln aus? Das sind Wurzeln der Osus.
Grässliche Pflanzenmonster, die eine milchige Flüssigkeit beim Kauen von sich geben. Die Flüssigkeit hat halluzinogene Nebenwirkungen, die die Sylphen offensichtlich zu schätzen wissen. Der dunkle Lord ist wieder da. Was? Nur mit Handy. Alles gut, Hybrid. Alles gut. Luna legt es aber heute drauf an, ne? Ich habe schon lange kein Ursprung mehr in der Gegend um die Imkerei gesehen. Aber mir ist neulich ein eigenartiges Grasbüsch untergekommen. Wenn du das ein wenig beleben könntest, zum Beispiel mit flüssigem Dünger, erlebst du womöglich eine interessante Überraschung. Mhm. Nice. Ich bin süß, ich darf doch. Na gut. Na gut. Bei uns ist das Problem, das ganze Haus, wo ich meine Wohnung habe, hängt an einem... Es gehen zu viele Leute online mit Netflix oder so, geht da nichts mehr. Geht gar nichts mehr. Wenn ein paar Monate hinkommen ausläuft, gehe ich wieder zu Vodafone. Das ist nicht so schlimm. Mit Telekom macht so extreme Zicken bei mir. Oh, scheiße. Gut, Vodafone, damit hatte ich tatsächlich immer nur Probleme. Weiß gar nicht, bei welchem Anbieter wir sind. Hybrid, danke für den verschenkten Zap von Luna. Vielen, vielen lieben Dank. Und Luna, du hast jetzt dein Einjahresabzeichen. Du hast deine Einjahrespfote. GZ? Ein Jahr! Nur wegen dem Sound. Alter! Weißt du, das, anstatt dass du sagst, ich wollte Luna eine Freude machen. Nein, nur wegen dem Sound. Sag mal, was bist du denn für einer? Verdammt, wir kennen uns viel zu lange. Ja, ja, wir kennen uns verdammt lange, Luna. Über ein Jahr sogar schon. Aber Hybrid, vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn du nur den Sound hören wolltest. Er ist halt der dunkle Lord. Alter. Heftig, ey. Mal kurz helfen. Beim Lockdown damals war es ganz schlimm. Da ging nichts mehr. Keine Games, kein Netflix, kein Twitch mehr. Oh, scheiße. Das ist echt frech. Also echt scheiße. Ich hab nur eben das frech von Hybrid gelesen. Das, hä? Ich wollte was anderes sagen. Dieses Rechter bekommst du doch keine Belohnung. Alles klar, Luna, mach das. Weißt du, Discord habe ich eh immer offen. Ich hab's eh immer offen. Kann ja immer mal was sein, ne?